Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vieh kocht. Mistknochen, ja. Also wir haben einen Knochen erhoben, ungefähr 13.50 Uhr. Wir nicht, ich nicht. In der Metro. Ich würde nie einen Knochen haben. Der wird jetzt mal schön gespült. Schick mir Knochen. Guck mal, was ist denn der Unterschied zwischen Knochen und Bier? Ja, guck mal. Da wird jetzt eher Bier reinfließen. Wieso? Schick mir Bier. So, gut sieht er aus. Der ist auf jeden Fall schön fett und naja, prächtig. Oh ja, hier, oh, das sind mal ein paar Stacheln. Das ist ja wirklich der nackte Wahnsinn. Also sollte man auf jeden Fall aufpassen und vorsichtig sein. Und hier hinten geht's weiter. Wächst, sag mal, das ist ein edles Tier. Nee, sehr schöner Knochen. Das ich Vieh wäscht seine Hände sehr ausgiebig. Ich bin auch ein Knochen. Mein Tee? Sorriotze Tee, italienische Limone. Die Zutaten des Beilagengerichtes sind heute die... Die schönen Shimeji-Pilze. Shimeji frisch und braun. Genau wie das Vieh. Red Curry. Oh ja. Rot und braun werden ändern die Welt. Das ist die Soße. Dann haben wir einen guten Uncle Ben's Reis. Sag jetzt nichts dazu. Ja. Von der das muss so. Ich leider muten. Ja, ja. Ja muten. Naja. Das braun der Reis. Ja, ist ja gut. Dann, das ist ja... Chinesische Aubergine. Ne? Finger-Auberginen. Die sind wabbelig. Ja. Und die wahrscheinlich größte Tomate der Welt. Das sind wirklich Tomaten. Die Tomaten. Tomberry, world's smallest tomato. Die sind verschimmelt im Prinzip. Bitte eine Verkostung. Die sind sehr schmackhaft. Das ist aber unnütz, solche kleinen Tomaten zu züchten. Die kosten übrigens 3,50 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Scharf sind die Hunde. Der Knochen. Denkst du, das wird uns gelingen? Nein. So. Das Band ist an. Bitte ein bisschen mit. Der Knochen hat gerade geknurrt. So, der Knochen ist sehr fett, muss ich sagen. Wie man sieht, der ist wirklich dick. Also das soll jetzt nicht diskriminierend sein. Fährst du jetzt mit den Händen meinen... Diese Streuer? Teilweise. Das ist nicht gut, so, das möchte ich nicht. Jetzt eingeschnitten, mit ein bisschen mit Bedacht. Das muss so sein. Was muss so sein, dass es so dick ist? Nee, das, was du jetzt machst. Sonst wird er nicht durch. Das ist beim Fisch relativ normal. Eigentlich macht man den ja nie im Ganzen. Kannst du trotzdem, ich muss es sagen, deine Hände abspülen, bevor die Hand gleich nochmal spülen. Ja, bevor du dieses Ding mal anfasst. Zwischen die auf die Lebenszeit noch fischt. Oder ich würze. Nee. Das Risiko möchte ich ungern eingehen, Bruder. Wieso? Mit verwürzt. Ich bin doch nicht scharf. Du hast schon viele Braten verwürzt. Mmh, der arme Fisch ist eingeschnitten. Ich verweise hier explizit auf die Barteln und die Flossen. Hier, guck dir das mal an. Die Flosse ist ein Mann. Guck mal an, was für ein prächtiges Tier das ist. Da sind die Farben sind auch schön. Im Prinzip ist das ein Elefant. Das Ohren. Einfach nur nasch. Hier kocht was. Hier, Frau. Guck dir das nicht mal an. Wer ist denn jetzt der Knochen? Hier, guck mal, das kocht. Ja, das ist gut. Das mit dem... muss doch rein. Bitte, ich muss das alles schneiden. Man muss schneiden. Oh, das Display. Und nicht hier drauf fassen. Hier. Bitte. Nee, machen wir nicht. Salz. Gott erhalt. Das ist gutes Himalaya-Salz. Das wird sehr einseitig gesalzt. Nein, das wird gleich eingerieben. Also. Oh, der wird eingerieben. Hm. Das ist Urwaldpfeffer. Das ist nicht diskriminierend, das ist wirklich Urwaldpfeffer. Ach gut. Und mangels dem Öl nehmen wir das Öl. Jetzt wird er eingerieben. Mmh. Ich war gerade knapp, ich habe gerade fast die in die Richtung von diesen. Von diesen. Nein, ich weiß, das ging mir vor uns beim Waschenöl. Das müsste wirklich, wer das mal an den Knochen macht, beachten. Die sind scharf wie Sau. Ein Spitz, ja, du verwöhnst den Knochen ja regelrecht. Ich verwöhne ihn so, wie er es braucht. Innen. Innen und außen. Also verwöhnt. So. Was ist das? Das ist Lorbeer. Da wird das mit der Post verschickt. Das ist nicht alle. Das ist wie. Was ist das? Das ist der Knochen im Wunderfall. Fürchtest du um den... Filmt das noch? Ja, das filmt noch. Leider ja.
Bist du aufgeregt? Nee. Ja, wird schon wieder was falsch machen. Ach, das ist nicht so schlimm. Könnte es ja nochmal machen. Da wurde es drapiert. Ja, so einigermaßen. So. Das ist jetzt relativ zaghaft gewürzt, aber das ist nicht so schlimm. Der wird trotzdem einen angenehmen Eigengeschmack entwickeln. So wäscht man Hände. Naja, wenn du diesen verdammten Seifenspender in der Lichtschranke hättest, müsste ich jetzt hier mit meinem Fettton das ganze Fett hier verschmieren. Ich sage ja zu fit. Du musst mehr Weihnachtsgeschenke. Da habt ihr ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, ist wirklich so. Das ist. Fick mehr Kontaktlöse. Das ist in diesen Zeiten sowieso ganz weit rum, wenn man was. Seifenspender mit Lichtschranke wirst. Ja, ich weiß, ich werfe das Hand. Das ist eine richtig feine Sache. Warum, wie behältst du das? Ich habe Angst. Da hätte ich Angst. Wenn ich so die Kamera. Nee. Ich kündige, das ist mir der Knorrhahn hat eine rote Mütze. Guckt euch nochmal den Knorrhahn an. Ja. Das so ist ein Traum. Ja, so sieht's aus. Das ist ein Traum. Da wird jetzt so ein bisschen reingeschoben. Und. Ja, die Schwanzflosse von dem Knorrhahn, die Schwanzflosse! Ja. Hier, ja, hier. Ja. Leo. Ja. Tschüss, Knorrhahn. Und wie lange? Mehr. 35 Minuten. 35 Minuten? Ja, es werden wahrscheinlich eher 37 Minuten. 37 Minuten. Oh, das hat. Mach 37, ich guck's dir so ab und zu mal rein. Das dauert, der ist fett. Wenn es schneller geht, geht's schneller. Was hatten der Knorrhahn und ich gemeinsam? Der Reis, der braucht dann 20 Minuten im köchelnden Wasser. Und das Gemüse muss jetzt noch geschnitten und vorbereitet werden. Dann können wir anfangen, die Currybeilage zu bereiten. Das geht zum Glück in Windeseile. Na, das sieht doch gut aus. Feinstes Gemüse. Unten ist Zwiebel drunter und Knoblauch. Die kleinen Tomaten kommen ganz rein. Zweimal die Pilze und die Auberginen. Schickt mir Auberginen. Das sieht schon gut aus. Die Schnitte waren genau richtig gewählt. Ja, dafür schmecken wir es, wissen wir nicht. Das weiß ich auch nie, aber der wird. Ja. Liegt ein Stück Knochen. Beginnen wir mit dem Curry. Das riecht wie alter Fuß. Das ist auch so richtig so. Das ist ein altes chinesisches Fußrezept. Das ist ein alter Chineser, bitte, hat Socken hergegeben. In das alte Öl einarbeiten. Das alte Öl? Das heiße Öl. Oh, wie viel? Alles. Alles? Ja, natürlich. Ist das scharf? Nein, das ist scharf. Das ist restlos. Restlose Chinesenpaste. Restlos. Ja, dann muss ich ja die Tüte aufschneiden. Nein, du auskratzen. Wie soll ich denn das auskratzen? Ich bin voll. Ich merk's. Ich bin nicht vom Alkohol. Also. Ich habe mal die eine Schluck getrunken in den letzten 14 Tagen. Hast du schon was eingearbeitet? Früher, bei Weihnachten. Schades. Mohan hat sich heute wieder gemeldet. Mein lieber Vater, bitte 300 Milliliter Milch hinzugeben. 300 Milliliter? Nach Augenmaß. Nach Augenmaß? Sag, wenn Stopp ist, das ist kein reichlich, nein. Das ist die gute Sachsenmilch. Ja, da muss eh mehr rein. 300 Milliliter? Mehr. 300 Milliliter? Kann ruhig 350 Milliliter. Das sind 100? Mehr, nein, das ist viel zu wenig. Das sind 200? Bitte mal weitermachen, das sind auch nicht 200, das sind jetzt 100 ungefähr. 150. Mehr. Mehr. Das ist jetzt aber schon. Nein, da muss noch mehr. Mehr. Das ist Kokosmilch im Übrigen. Nee, die haben wir leider vergessen, die Kokosmilch. Oh, das ist ein Lapsus. Das geht auch mit normaler, das ist egal. Noch ein bisschen. Na. Nee, da muss noch. Nee, machen wir nochmal nicht. So, das reicht. Das reicht. Gut. Viel zu viel Milch. Das ist viel zu viel Milch. Gut, das bitte nein. Das ist, was ist denn hier drin? Das weiß ich nicht. Das ist eine Überlebenspackung. Ist das scharf? Das ist Meerrettich. Das ist Meer, das ist Creme. Das ist geistiger Unrat, der hier gequatscht wird. Warte mal, lass mal. Ist das ja aus Kolumbien oder was? Nein, damit, ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, das ist Kokosmilch. Oh. Das ist die Milch. Scheiße. Egal, rein damit, ist egal. Da kann ich mir rein. Komm. Soll ich machen die alles rein, nur ne? Die Hälfte. So viel Kondens. Nee, mehr. Mehr. Nur ein bisschen. Gut, nicht stopp. Ach, das ist doch wieder viel zu viel. Das ist die Milch. Nein, das ist Kokospulver, Kack. Das ist nie Kokospulver. Das erzählst du ja bloß. Das ist schon okay. Da muss ja das ganze Gemüse noch mit rein. Das wird.
Das sieht alles. Schmeckt das so, wie das aussieht? Das schmeckt gut. Mit dem Reis dann? Das schon mal, mit dem Reisi? Hast du das schon mal gegessen? Nun, das habe ich schon mal zubereitet, aber im letzten Mal war es richtig zubereitet. Was war denn da jetzt falsch? Alles, ziemlich. Das ist gut. Wirst du dann in den Kommentaren lesen? Ich habe einen Haufen, ja, also ich gebe es kaum ab. Ich gebe es Tütchen also ab. Der Reis muss jetzt hier rein. Wo? Na da? Aha. Das ist ja nicht, das müssen wir nicht. Ach nee, warte, Salz fehlt noch. Salz. 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 Das ist gut, Alpenjodsalz. Wie viel? Naja, alles. Nach Augenmaß. Alles. Das reicht. Das reicht, das ist doch versalzt. Hey. Ich bin verliebt. So, hier denn? Ne? Oh Gott. 20 Minuten, ne? Ne? Ja, wenn das piept, sind 17 Minuten. Also dann mach den Deckel okay. Nicht zu. Hä? Ich weiß auch nicht. Gut, jetzt bitte das hier hinzugeben. Was ist das? Das ist scharf. Ja, das hier, warte mal, das hier auch? Ja, das Ganze, das sind die Gewürze drin in dem Do Not Eat Bag. Ein Do Not Eat Bag für den Italiener? Do Not Eat! Ach, Do Not Eat! Das sollte man nicht essen. Do Not Eat Bag. Mach nur eine Schote, das wird jetzt zu schön. Nur eine Schote, das ist immer so einfach, soll ich so tun? Nein, nein, nein. So. Und das? Nein, nur immer nein. Immer nein. Und die Do Not Eat Tüte? Nee, bitte nicht. Ne, die andere Schote. Ach so, die wollen wir doch nicht. Nein, nicht so scharf. Das nicht so scharf. Alles? Na komm. Ich hab Angst. So. Sehr gut. Da hau ich die aber weg. Nee, mach mal. Ja, und die Do Not Eat Tüte? Do Not Eat. Fasten Seat Bells. Kannst du das bitte alles hinein? Das mache ich auch gerne, weil du machst das doch so haltlos. Na, alles. Alles? Ich dachte, jeden Pilz einzeln. Mit Liebe mache ich das. Und hier, gib mal her. Nicht. Das ist so ungelenk wie so ein Garn. Wie ein was? Nichts. Das darf man wieder nicht sagen. Das, das weiß heutzutage gar keiner mehr, was das war. Ein Garn. Der Garn-Skandal war 1969, glaube ich. Ja, und wann bist du geboren? Ich bin geboren zwischen 1968 und 1970. Nein, das war wegen der Pille damals. Das ist ernst. Das war kein Zufall. Was, wegen der Pille? Ja, wegen der Pille, glaube ich, war das. Ich hoffe, nein. Ich verbreite jetzt die Fake News. Das hat damit nichts zu tun. Na gut, schreibt es in die Kommentare. Ihr seid ja alle aus den 60er Jahren. Also mit der Pille hat Konter gar nichts zu tun. Das, nee. Mit was hat Konter gar nichts zu tun? Das war ein Medikament, was fälschlicherweise während der Schwangerschaft eingenommen wurde und was dann deswegen Probleme bereitet. So mit der Pille hat das nichts zu tun, ne. Schreibt es in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Das sieht aber komisch aus. Na, was denkst du, was die Suppe denkt über den, der sie umrührt? So, das sieht sehr gut aus und es duftet doch genauso, wie es soll. Das gefällt mir. Findest du, dass das gut aus? Das sieht gut aus. Das ist ja noch nicht fertig, das muss ja erstmal noch kommen. Noch ist auf jeden Fall zu wenig Kokosmilch drin. Nö, das ist gut so. Das ist gut so, das Verhältnis. Das sieht gut aus. Riech mal. Das riecht wirklich gut. Und das riecht sehr gut. Der Knorrhahn entwickelt sich auch genauso, wie er soll. So, jetzt wird mal wieder spannend. Der Fisch muss gedreht werden, damit die Umluft auch die andere Seite von ihm erreicht. Also das rausnehmen jetzt hier? Ja. Da stinkt der Fisch. Das ist gammelig. 180 Grad. Das ist irgendwann dumm. Also nie so, sondern... Ja, genau. Der Jamal hätte den jetzt mal im Raum gedreht. Der Jamal würde das nicht machen. Jamal ist ein Mann. Der sieht gut aus. Das ist genau richtig aufgegangen. Ja, der gefällt mir. Ja. Die Flosse macht mich nervös. So. Ja, der wird perfekt. Ja. Der riecht butsch. So rein. Der Knoblauch muss ab. Das ist so der Mutter. Muss ich das... Willst du das nochmal abwaschen? Oder? Nee. Die Mutter denkt, die Leute denken immer, die Mutter kriegt nicht. Das ist zwar richtig, aber nein. Gut sieht das aus, gut sieht das aus. Mmh. Oh das ja. Nicht aus. Der Vater sagt heute, kommt doch mal ohne Spitzen aus. Wie was die Pandemie angeht, aber da kommt keiner drum rum. Ah! Das ist ein ganz spieß.
Das stimmt. Ich hatte mich dann gefreut. Nur im Ofen. Mein lieber Vater, der Reis muss dringend raus. Der Reis, wissen wir, was wir jetzt tun? Nein. Ah, will ich nicht nach, man muss das Wasser abgießen. Die Mutter steht dahinter und hat einen Tipp gegeben, nur zur Information. Ja, Vater gießt zum ersten Mal Reis ab, das ist so geil. Zum ersten Mal gieße ich Reis hier ab. Das muss ja gefilmt werden. Das ist ja sensationell. Ja. Eine Premiere ist aber was sehr interessantes. Premiere gibt es mir. Das ist geil jetzt geworden. Hier riecht es. Ist das jetzt gut? Naja, bist du auf dem Weg. Sehen wir Jan? Jan, die Mutter hat gerade so gemacht. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber so, ich bin ein Mann, ne? Und jetzt schlitze ich den Bauch auf. Dann fällt das alles da rein. So? Ja. Das darf doch nicht rein. Das darf nie rein. Das ist ekelhaft. Wie soll ich denn das machen? Ja. Oben aufschneiden? Ja, ach, oben, ja. Oben. Ja. Auch Scherenhatte. Und dann schüttest du das so rein. Das ist absolut herrlich. Edward mit dem Scherenhänden. Die Mäde mit dem Messerfimmel. Und jetzt kommt das hier rein. Ne? Und das ist schweineheiß. Ne? Das ist das. Ah! Oh. Und jetzt mache ich das nochmal. Bitte immer ein bisschen abtropfen lassen. Ich ja, richtig abtropfen ist das. Ja, das hier ist das Leben. Oh. Liebevoll. Das fällt dir aber das ist ja, man darf nie auf dem Ast sägen, auf dem man sitzt. Na, genau so dachte ich mir das gerade. Das habe ich auch gerade gemerkt. Das wäre jetzt der Harte gewesen. Ach, das ist schweineheiß schon wieder. Ja, das ist ja auch viel beim ersten Mal, wenn... Ach, wenn ihr wisst, ich bin im Prinzip, bin ich der Reisi. Ich habe schon mehrfach Reis gekocht. Ich habe mich jetzt nur der Dörf angestellt, damit du was zu lachen hast. Oh, mein Herz! Leugnest du dieses Essen? So. So, ist gut. Oh. Gucken wir mal. Oh ja, der ist gut, der ist gut. Was ist denn mit den Lammkeulen? Alles fertig in 2 Minuten. Ich bin jetzt schon fertig. Der Reis hat mich fertig gemacht. Geh doch mal weg. Der Knorren ist genauso geworden, wie ich das vorhatte. Der ist komplett durch. Einfach nur schön. Ich bin Geschmack auf den gespannt. Und auf jeden Fall ist das scharf. Das sieht auch gut aus. Das ist sehr scharf, das ist meine Schleimhäute nicht gut. Doch, das ist genau das Beste, was du machen kannst. Das erhebt nämlich die Durchblutung an und die Wasserzufuhr. Ich bin gut durchblutet. So, jetzt wird der Knorren probiert. Sehr interessant. Ja, so viel kriegen die da gar nicht. Man kann das essen. Auf jeden Fall ist er durch. Das ist sehr scharf. Bissfest. Damit oben. Mutter, bitte ein Statement. Keinen Arm. Ja. Das bissfest. No, kann man essen? Also doch, ja. Kann man essen, klingt immer so wie. Geh doch mal weg. Also, nochmal. Ja, würdest du ihn empfehlen? Naja, logisch, den kannst du empfehlen. Knorren kann man essen. Das ist aber richtig abgepasst mit der Zeit. Vielen Dank. Endlich wertschätzt mir jemand die Kochkiste. Ist mal dein Knorren. Ja, ich bin dabei. Denk an die Backen, da ist bestimmt irgendwas drin. Das ist übrigens eine Delikatesse hier. Knorren. Geh weg.